Hintereinander 4 Siege und 2 Unentschieden. Eine echt stolze Bilanz, die die ESV-Frauen dahin zauberten. Und diese Serie wollen sie noch fortsetzen. Der Gegner, HSV Solingen-Gräfrath, die in der bisherigen Saison nur 3 Minuspunkte auf dem Konto haben, wollen ans Tor zu Liga 1 anklopfen. Auf dem Parkett die Nummer 5 der Torschützenliste, Franzi Peter. Sie aber mit 54 Toren die Nummer 1 bei den Treffern aus dem Feld. Vanessa Brandt ist die Nummer 2 der Torschützenliste der Liga mit 73 Toren. Aus dem Feld erzielte sie bisher 47 Treffer. Genug der Zahlen. Solingen am Anfang schnell auf den Beinen. Cassandra Nanfak tanzt die Abwehr aus, 1:0. Zeitspiel angezeigt. Franzi Peter schwingt sich in die Höhe, 2:2. Der Wurf von Vanessa Brandt zu schwach. Über die zweite Welle der ESV durch Franzi Peter zum 4:4. Im nächsten Angriff sogar durch Amelie Beierl die erste Führung. Cassandra Nanfalk ist einfach nicht aufzuhalten. 5:6. Jetzt kommt Vanessa Brandt in Fahrt. Der Aufsetzer ins linke Eck zum 6:8 und dann im Sprungwurf die andere Ecke zum 8:10. Beim ESV beginnen jetzt die Fehler. Bälle werden weggeworfen und solche Situationen werden gnadenlos ausgenutzt. Wieder Vanessa Brandt zum 8:12. Nicole Lederer aus 9 Metern zum 10:13. Mandy Reinhardt, die Mittelspielerin von Solingen, zum 11:17. Der Vorsprung wächst. Nicole Lederers Wurf landet im zweiten Stock und der klasse Pass von Torfrau Natascha Krückemeier wird von Lucy Jürgens verwandelt. Nach 30 Minuten bereits eine 8-Tore-Führung für Solingen. In der zweiten Halbzeit ESV-Tore meist durch Einzelaktionen, hier durch Amelie Beierl 11:22. Bei Solingen gelingt jetzt einfach alles. Nele Wall knallt den Ball ins Dreieck, 13:24. Die Abwehr der Mädels aus dem Pott steht aggressiv. Immer auf die ballführende Spielerinnen. Ohne unfair zu sein, so spielt eine erfolgreiche Defensive. Schlussendlich wird der Ball erkämpft. Und vorne läuft das Bällchen wie an der Schnur. Vanessa Brandt zum 17:31. Sie am Ende mit 11 Toren. Ganz selten solche Aktionen beim ESV. Amelie Beil auf Sarah Mustafic, 20:33. Beim ESV jetzt auch Spielerinnen auf dem Feld, die meist auf der Bank sitzen. Der Ball wird vertändelt. Nele Wey zum 21:36. Am Ende steht ein hoher Sieg für Solingen auf der Ergebnistafel. Genau, da anknüpfen, was wir gemacht haben bis jetzt. Leider ist es nicht gelungen. Also da ist natürlich auch die gegnerische Mannschaft gut gewesen. Und nicht nur gut, sondern heute eine sehr gute, fast perfekte Tag erwischt. Und hat uns einfach mal nicht entfalten lassen, das, was wir spielen. Und immer mehr, wir sind geraten in Einzelaktionen, Fehlpässe kamen ohne Ende. In Abwehr standen wir immer alleine und so weiter. Also heute passte eigentlich kaum etwas. Das stimmt. Es gibt einfach solche Tage. Am nächsten Wochenende in Heide können Sie es wieder anders machen.